Liebe Zuschauer, ich begrüße ganz herzlich zur Sendung Le Jeune. Ja, heute treffe ich im Münchner Bratwurstglöckl den Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter. Wird sicherlich ein spannender Dialog werden, also ich freue mich. Ja, Herr Oberbürgermeister, erst einmal, Sie schauen mega fit aus. Was ist denn da das Geheimnis? Ah, das sagen Sie. Ich sage selber mega fit aus. Nein. Ich habe ein paar Kilo abgenommen und versuche etwas, ja, besser zu ernähren, als es vielleicht vorher der Fall war, weil in meinem Beruf ist es halt einfach schwierig, wenn du jeden Abend unterwegs bist und jeden Abend auch gut bekocht wirst und Mittag auch noch, dann muss man einfach ein bisschen besser schauen und das habe ich jetzt vor einem Dreivierteljahr mal angefangen. Und das funktioniert ganz gut und man fühlt sich einfach besser. Also auch, dass man vielleicht so gegen Abend nicht mehr so viel isst, oder? Das gibt es ja so ein paar gute Tricks, oder? Richtig, also dieses 16:8, ja, als Politiker ist es ja fast ein bisschen frustrierend, weil egal, was du politisch machst, das ist gleich wieder vergessen. Aber ich kriege zig hunderte Zuschriften zum Thema Abnehmen. Und jeden Tag, jeden Abend, wenn ich irgendwo bin, heißt es, ja, wie hast du das gemacht und wie machst du das? Ich kriege auch Zuschriften von Münchnerinnen und Münchnern beiderlei Geschlechts, die einer sagen, oh, jetzt musst du meinem Mo auch mal sagen, wie das geht. Also es ist sehr, sehr, sehr interessant, dass das Leute auch so wahrnehmen. Ja, ich habe halt einfach versucht, das nennt man Intervallfasten. Also man darf 8 Stunden was essen. Also ich mache es immer bis 16 Uhr Nachmittag und dann gibt es halt nichts mehr. Das heißt, man darf dann eigentlich nichts mehr essen, nur noch Wasser trinken. Und das habe ich relativ konsequent eine Zeit lang gemacht. Da nimmt man ziemlich schnell relativ viel ab. Und jetzt versuche ich es halt zu halten, aber also ist regelmäßig Abend eigentlich nichts mehr. Lassen Sie uns mal ein bisschen über Ihre Popularität reden. Also Sie sind ja wirklich so ein richtiger Star geworden, ja? Obwohl Sie das ja gar nicht so wahrscheinlich wollten. Aber irgendwo dieses Münchnerische, Sie kommen ja so mal aus dem ganzen Organisationsbereich der Stadt München, also das hat Sie irgendwie so gepaart. Was ist das Geheimnis? Also, ich hab Sie ja kürzlich erlebt, sind wir in der Kutschen gefahren, Leopoldstraße, Ludwigstraße, dann wird die Leute Sie mingen. Was ist das Geheimnis? Ist das Münchnerische? Ist es? Ja. Also erstens mal ist das ein Eindruck, den man ja selber nicht so wirklich bewusst wahrnimmt. Und deswegen weder Umfragen noch sonst irgendwas sind mir da persönlich wirklich wichtig. Ich habe auch das Gefühl, das merkst du auch, ich bin früher in der Stadt unterwegs, dass die Leute einfach positiv sein. Das haben wir beide erlebt, ja, und das klar. Ist eigentlich auch, wenn ich jetzt da rausgehe oder so. Die Leute sprechen mich auch an. Und zwar nicht nur, dass sie mir auf die Schulter klopfen, sondern die sprechen mich auch an, dass der Gulli verstopft ist oder der Abfall immer geklärt werden muss. Was ich damit sagen will, die haben das Gefühl, da ist einer, mit dem kann ich reden und dem kann ich sagen, was mir nicht passt, und der kümmert sich. Und das, glaube ich, ist das, was wirklich etwas ist, was die Leute mengen. Ja, das Gefühl haben, da sitzt nicht einer in seinem Elfenbeinturm und versucht, die Stadt zu regieren vom Schreibtisch aus, sondern dem kann ich was sagen. Der ist auch nicht beleidigt, wenn ich den nicht nur auf die Schulter klopfe, sondern sage, das muss man ändern. Und der tut dann auch noch was. Und ich glaube, das ist einer der Dinge. Ansonsten ist es ja kein Geheimnis. Ich muss mich nicht verändern. Ich war immer so. Sie sind authentisch. Ich bin halt so, wie ich bin. Genau. Und wenn das ist, was die Leute mögen, dann bin ich sehr zufrieden. Gehört natürlich auch Petra dazu, ihre Frau. Also die ist ja auch, die hält sich zwar manchmal so ein bisschen im Hintergrund, aber trotzdem, ihr seid einfach schon ein tolles Paar für München. Ja, also wie gesagt, ich glaube, das ist schon als Oberbürgermeister eine wichtige Funktion. Wenn man als Paar auftritt, dann muss man auch beide so sein, wie man ist. Und die Petra ist halt einfach auch, sie ist natürlich, sie ist herzlich. Ja. Sie kümmert sich auch um 1000 Dinge und auch die macht es quasi so, dass wenn man was an sie heranträgt, dass sie sich auch darum kümmert. Und das, glaube ich, wirkt einfach als Leute. Und wir sind halt eigentlich das Gegenteil von Stars. Ich glaube schon, dass das ist, was die Münchner eigentlich wirklich also schätzen. Echte Originale. Keine Stars, ja, die mit Krönchen umeinander laufen oder so, sondern einfach ganz normal. Ja. Und halt mit einer anderen Aufgabe. Und ich versuche mich um das zu kümmern und ich versuche mich um das Kleine genauso zu kümmern wie um das Große. Ich streite mit dem Ministerpräsidenten oder der Bundeskanzlerin, wenn es sein muss. Ich streite mit meiner Verwaltung öfter, als mir lieb ist. Aber ich kümmere mich auch darum, wenn jemand sagt, da muss wieder eine Toilette hin, wie jüngst jetzt geschehen. Ja, das ist übrigens ein Thema, lassen wir uns mal so ein bisschen über München reden, was da momentan los ist. Das Thema Toiletten. Ja, also das ist ja schon ein Thema, das logischerweise die Bürgerinnen und Bürger bewegt. Haben Sie mal darüber nachgedacht, dass man das vielleicht auch mal bezahlbar machen muss? Also wir haben jetzt im letzten Stadtrat beschlossen, auf meine Initiative hin, dass wir uns das Ganze wirklich jetzt mal nochmal vollständig anschauen, dass es nur noch eine Zuständigkeit gibt. Derzeit gab es
bis zu 5 verschiedene Referate, die da zuständig waren. Das Ergebnis ist, wie man sich denken kann, nicht optimal, weil nicht jeder immer das macht, was er eigentlich machen kann. Jetzt gibt es ein Referat. Wir werden den ganzen Stadtplan von München uns nochmal anschauen und werden sagen, wo sind denn jetzt zu wenig. Und da gibt es bestimmt Fleckerl. Wir haben einen Haufen Grünflächen, wo ich mir zum Beispiel überlegt habe, wenn ich unterwegs bin, bis auf einen Kindergarten, dann sagt mir die Erzieherin, ja, unsere Pausenfläche ist gerade in Renovierung, wir müssen mit den Kindern auf eine Wiesn auf der anderen Straßenseite. Da wirst du nicht schlimm, sagst du, nein. Aber wenn natürlich ein Kind aufs Klo muss, müssen es alle miteinander zurück in die Schule. Okay. Bis das Kind fertig ist, dann ging es wieder auf den Pausenhof. Und wenn kam es ans Tor, wir kennen ja kleinere Kinder, dann muss das nächste Kind aufs Klo. Das kann so nicht funktionieren, deswegen brauchst du auch in solchen Flächen teilweise Toiletten. Und wir brauchen natürlich auch als Tourismusstadt, als die Tourismushauptstadt, kann ich doch meinen Gästen nicht sagen, du, die nächste öffentliche Toilette ist irgendwie 7,4 Kilometer da weg. Also da muss was passieren, da wird was passieren und das muss uns auch Geld wert sein, weil das die Münchnerinnen und Münchner erarbeiten mit ihren Steuern. Deswegen, glaube ich, muss man da mehr machen. Und das wird passieren jetzt. Das ist das Nächste, was ich wirklich obacke, dass ich ganz ernsthaft dafür sorgen werde, dass diese eine zuständige Stelle, das Baureferat, künftig wirklich für gute Versorgung sorgt, auch in den U-Bahn-Stationen und S-Bahn-Stationen. Aber ich bleibe jetzt mal dabei, ob das in der Schweiz ist, ob das in anderen Ländern ist, also wohlhabenden Ländern. Ja. Wenn Touristen auf die Toilette gehen, dann müssen sie zahlen. Oder jetzt an den Autobahn-Tankstellen, also was ich im Grunde auch in Ordnung finde. Ja. Man kann nicht einfach das benutzen und manche Leute sind ja nicht so reinlich, wie man sein sollte. Haben Sie darüber nachgedacht, dass man einfach mal sagt, hier, man macht einmal so ein Drehkreuz hin und wenn man rein will, muss man halt einfach 50 Cent oder was auch immer errichten und dann? Wir haben ja auch schon eine Mischung im Grunde. Wenn Sie die große öffentliche Toilette im Marienplatz anschauen, dann ist schon bezahlt. Ist schon bezahlt. Die schaut aber natürlich auch aus wie in einem Hotel. Ja. Das eine führt zum anderen. Da kann man natürlich eine ganz andere Reinigungsleistung erbringen. Aber trotzdem muss es auch weiterhin Toiletten geben, die nichts kosten. Da bin ich schon überzeugt davon. Das hängt auch von der Größe und von der Situierung ab. Ich will weiterhin sagen, ich möchte endlich dafür sorgen, dass wir das in München so machen wie der Rest der Welt, nämlich dass wir das auch mit Werbung finanzieren. Ja. Also auf der ganzen Welt, wenn ich unterwegs bin, siehst du kaum noch öffentliche Toiletten, die nicht irgendwie mit Werbung finanziert werden. Wir in München haben uns immer sehr stark dagegen verwandt. Ich glaube, dass das nicht mehr zeitgemäß ist. Mhm. Und denjenigen, dem es pressiert, dem ist es so, also sowas von wurscht, ob da noch irgendein Werbeplakat innen drin ist oder nicht. Genau. Hauptsache, er findet eine saubere Toilette vor. Also es wird eine Mischung geben zwischen beiden. Ja. Lass uns mal zum Thema kommen. Momentan ist München eine große Baustelle. Also das ist ja der Wahnsinn. Auf was führen Sie das zurück? Ist das jetzt, weil die Zinsen so günstig sind? Oder was ist es? Weil es ist ja schon, es muss sein, man muss ja auch die Zukunft bauen, das ist schon klar. Aber dennoch nervt es natürlich schon ordentlich. Ja, das ist auch eines der Aufgaben, die du halt hast als Oberbürgermeister. Du musst einerseits Dinge tun, wo du weißt, das mögen die Leute eigentlich nicht so gern. Nämlich dann, wenn du Infrastruktur baust. Also wenn wir eine Trambahn oder gar eine U-Bahn bauen oder die S-Bahn, dann entstehen halt erst einmal, genau, oder in Maximilianstraße, wenn wir die Gleise erneuern müssen. Wenn mir meine MVG sagt, die Gleise müssen erneuert werden, weil sonst irgendwann ein Unfall passiert, was soll ich machen? Ja, klar. Also muss man es machen. Dass jetzt so viel zusammenkommt, liegt natürlich auch daran, dass ganz viel in den 70er Jahren entstanden ist. Also zur damaligen Sommerolympiade, U-Bahn, ganz viel Infrastruktur kommt in die Jahre, weil es gleich alt ist. Und das heißt, man muss relativ zeitgleich jetzt alles machen. Das ist das eine, Infrastruktur. Zweitens sind wir wahnsinnig schnell gewachsen. Also wir haben 200.000 Leute mehr, als wir es vor 10 Jahren waren. Das heißt, die Ansprüche an die Infrastruktur sind einfach deutlich gestiegen, an den öffentlichen Verkehr, an alles, an die Sozial- und Bildungsinfrastruktur. Wir bauen für 9 Milliarden Schulen. Die musst du halt abbauen. Das heißt, du hast Abbaustellen. Wir wollen alle ein schnelles Internet. Dazu musst du Glasfaser legen. Die Glasfaser gab es aber nicht. Wir wollen Fernwärme und Fernkälte, weil es eine vernünftige Art von Heizung und Kühlung ist. Dazu musst du Rohre in die Straße legen. Also da ist wahnsinnig viel gerade im Umbruch. Aber dennoch ist es nicht ein bisschen wichtig, dass man auch die Bürgerinnen und Bürger darüber informiert. Also weil jetzt kommt einer daher, oder ich war jetzt auch kürzlich, dem was denn da los? Also jetzt, das heißt, da Schienen auswechseln. Aber wenn man jetzt da den Inhalt kennt, weil vielleicht ein Unfall passieren kann, dann gehe ich da ganz anders an der Baustelle vorbei als, oder umfahre sie anders, als wenn ich einfach sage, was ist da schon wieder los? Oder so. Ja, das ist, da haben Sie sicher recht. Also das ist ja immer noch, glaube ich, so ein kleines Manko überhaupt unserer gesamten Verwaltung im Grunde, dass wir zwar unsere Aufgaben versuchen, bestmöglich zu machen, aber die Kommunikation nach außen,
die ist, sagen wir mal, mindestens verbesserungswürdig. Ja. Sie werden überall dort, wo wir zum Beispiel solche Baumaßnahmen haben, irgendwo steht eine Tafel. Mhm. Aber die Frage ist halt, lesen die Leute die Tafel oder muss es uns nicht anders gelingen, irgendwie das besser zu kommunizieren? Aber auch da ist natürlich, wir haben ein paar tausend Baustellen, ich glaube 3.500 gerade aktuell in München. Da ist die Kommunikation natürlich schwierig. Du kannst einen eigenen Fernsehsender, Baustellen-TV einrichten und kannst den ganzen Tag darüber berichten. Das will auch niemand. Aber ich will gar nicht bestreiten, dass wir da noch auf dem Weg sind, besser zu werden. Das haben wir ja in vielen Bereichen erleben dürfen. Herr Oberbürgermeister, lassen Sie uns mal über das Thema Wohnungsnot sprechen. Sie haben kürzlich mal in einem Interview gesagt, also schon seit den 60er Jahren, schon Hans-Joachim Vogel hat über Wohnungsnot gesprochen und dann die Nachfolger etc. Das ist ja auch etwas, was man nicht von heute auf morgen lösen kann. Und vor allen Dingen die Preise galoppieren davon. Ja, also die Grundstückspreise, die Mietpreise etc. Was haben Sie da für Ideen, um das einfach mal so ein bisschen transparenter zu machen und sagen, also so ist es, das wird wahrscheinlich nie mehr billiger werden oder was auch immer. Also das ist ja auch wichtig, weil die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Aber wenn Leute einfach nur an die Hoffnung glauben und sagen, ich kriege ja doch nie eine Wohnung oder was auch immer. Ja, ja, also vielleicht fange ich auch wieder damit an, was Sie gerade gesagt haben. Also erstens gibt es dieses Thema seit den 60er Jahren. München hat noch nie genug Wohnungen gehabt, egal wie groß gerade im Moment war. Und das gleiche Thema haben wir auch. Ich habe einfach erlebt, dass wir natürlich noch viel schneller gewachsen sind die letzten 10 Jahre als vorher. Und das heißt, die Ansprüche sind immer mehr geworden. Das ist das Erste. Also der Bedarf ist einfach höher geworden. Wir bauen auch mehr, als wir jemals gebaut haben. Also in meinen letzten 3 Jahren haben wir mehr gebaut wie die x Jahre davor. Und die Baubescheide gehen auch flüssiger und durch. Rekordzahlen an Baugenehmigungen tatsächlich. Ja. Das war mir auch ein Anliegen. Ja. Nur ganz ehrlich, den Bedarf werden wir damit auch nicht decken. Ja. Und deswegen geht es natürlich auch um 2 Dinge. Mir ist ganz besonders wichtig, dass es nicht nur ums Neubauen geht, sondern es geht natürlich auch darum, die Leute, die in München geboren sind, die in München leben, die in München da sind, auch ihnen die Chance zu geben, dass sie in München bleiben können. Also das trifft mich eigentlich total hart, wenn ich immer wieder Geschichten höre, dass Leute wegziehen müssen, also die in München geboren sind, weil sie sich in München nicht mehr leisten können. Also das heißt, man muss auch für die Mieterinnen und Mieter unbedingt was tun. Neubauen ja, weil Grundkurs Volkswirtschaft, Angebot und Nachfrage regeln den Preis. Werden wir wahrscheinlich nie bedarfsdeckend hinbekommen. Aber gleichzeitig muss man alles tun, damit die Leute, die sich München, einfach die in München leben, deren Heimat was, ist, dass was, die bleiben können. Was tun Sie da? Also beim Bauen haben wir gesagt, wir müssen so viel wie möglich bauen. Wir sind ich bin im intensiven Austausch, sage ich mal vorsichtig gesagt, mit zum Beispiel den großen Unternehmen in dieser Stadt, zu sagen, ihr braucht auch für eure Mitarbeiter mal wieder mehr Wohnungen. Da können Sie ja auch einmal Gesetze erlassen und sagen, also sonst... Gesetze, da wird es halt dann langsam dünn, da brauchst du dann halt immer die Unterstützung aus Berlin und ja. Da bin ich zwar fast Pilger, aber in der derzeitigen großen Bundesregierung ist da relativ schwer was zu erreichen, sage ich ganz ehrlich, was das Thema betrifft. Ich werde da nicht aufgeben, aber ich muss vor Ort versuchen, was zu erreichen. Was ich zum Beispiel jetzt andenke, ist gerade, dass man den großen Unternehmen einfach nur dann noch tatsächlich Gewerbeflächen ausweist, wenn sie gleichzeitig mir nachweisen, wie sie für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Wohnraum haben. Aber das ist doch einmal ein Ansatz. Ja, das war ein guter Ansatz. Der wenig Begeisterung bei den Unternehmen auslöst, sage ich ganz ehrlich. Ich hatte die vor ein paar Wochen mal alle, die 70 größten Arbeitgeber in dieser Stadt, alles Firmen mit über 500 Mitarbeitern bis rauf zu 40.000 im Rathaus. Ich meine, die Begeisterung für solche Dinge hält sich in Grenzen. Wir müssen Lösungen finden, die beiden gerecht werden, den Unternehmen, aber eben auch den Mitarbeitern. Zum Beispiel die großen Unternehmen kaufen sich Genossenschaftsanteile und sorgen damit dafür, dass ihre Mitarbeiter vernünftig wohnen können. All diese Dinge sind im Fluss gerade und das ist das, was ich die letzten 12 Monate eigentlich sehr intensiv betreibe. Das ist der Teil. Und dann sind wir beim Mietrecht natürlich dabei, dass man alles Mögliche denken kann. Ich habe mit Hans-Jochen Vogel lang über eine Reform des Bodenrechts diskutiert. Wir erleben Diskussionen zu Enteignungen von verschiedenen, nicht nur Jusos, sondern auch von den Grünen. So weit würde ich nicht gehen wollen. Ich glaube, es gibt noch viel, viel Möglichkeiten, das anders zu regeln. Aber ob wir irgendwann nicht mal ein Instrument suchen müssen, um diese wahnsinnig verrückten Bodenpreise in München zu deckeln. Die Preisentwicklung ist, dass seit den 50 Jahren sind die Bodenpreise in München um 39.000% gestiegen. Um 39.000%. Das heißt, wenn du da irgendwann mal in den 50er Jahre oder 60er Jahre irgendein Grundstück geerbt hast, dann kann sich jeder ausrechnen, ohne dass er dafür auch nur einen Federstrich tun muss oder einen Handstrich, was das halt wert ist. Also ich glaube, das ist sehr grundlegend, da muss man was tun und beim Mietrecht muss man halt auch schauen.
Ich bin halt nicht der Meinung vom Haus- und Grundbesitzerverband, vom Herrn Stürzer, dass München, die Mieten in München zu billig sind. Ich weiß nicht, wie er zu dieser Erkenntnis kommt, aber er vertont sie jeden Tag wieder. Ich bin der völlig gegenteiligen Ansicht. Und dann geht es halt so weit, wie jetzt zum Beispiel, dass ein Volksbegehren gestartet wird, Mietenstopp. Ich glaube, man braucht eigentlich eine vernünftige Legung zwischen den Eigentümern, / Investoren und der Mieterseite. Und das ist das, warum ich sehr viele Gespräche in dem Bereich führe. Wie ist denn da so Ihre Kommunikation zum Ministerpräsidenten, der ja auch sicherlich ein Interesse hat an dem Thema? Naja, der Ministerpräsident, also erstmal, die Kommunikation ist noch ausbaufähig. Aber wir arbeiten daran. Sie wird besser. Wir arbeiten daran, weil es einfach Sinn macht, dass der Ministerpräsident und der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt vernünftig zusammenarbeiten. Das ist mir in fünf Jahren davor auch gelungen. Weil ihr auch gleiche Themen habt. Wir haben die gleichen Herausforderungen, die wir lösen müssen. Jetzt hat der Ministerpräsident natürlich aber einen ganz anderen Fokus. Weil das, was wir in München, vielleicht in Nürnberg oder in Augsburg als Problem haben, das ist in Aschaffenburg, in Wunsiedel kein Problem. Also die haben nicht das Problem, dass die Wohnungen zu teuer sind. Dass ein Tiefgaragenstellplatz, wie bei uns gestern gelesen, 700 Euro kostet. Ein Stellplatz. In der Innenstadt. In der Innenstadt. Ja, Radspielerhaus. Ja, Wahnsinn. Also da. Weil die Probleme hat der nicht. Also der MP hat natürlich schon die Aufgabe, sich im Grunde um das gesamte Bayern zu kümmern. Und deswegen ist der Fokus nicht primär jetzt erstmal bei ihm auf den großen Städten. Das muss man einfach sagen. Ich versuche das ein wenig zu lenken, dass er auch einfach einsieht, dass Millionen, also ein großer Teil auch seiner Bevölkerung in Bayern natürlich in den großen Städten, in den Ballungsräumen leben. Ja, und dass die Landeshauptstadt. Dass er sich darum kümmern muss. Und ich meine, ich will jetzt nicht wieder die alten Geschichten aufwärmen mit Verkauf von Wohnungen, aber das, was er als Kompensation jetzt angedacht hat, nämlich eine eigene bayerische Wohnungsbaugesellschaft, ist ja in Ordnung, aber da muss was kommen. Ja. Bis jetzt haben wir nur gelesen. Also so richtig viele Hunderte oder Tausende Wohnungen sind nicht entstanden. Er muss liefern. Er muss liefern, das meine ich ganz ernsthaft. Ja. Und so gibt es halt einige Beispiele. Wir werden das jetzt intensiver öfter mal austauschen, aber in möglichst kleinen Kreis und möglichst ohne Öffentlichkeit, damit sich beide einfach frei Aber ich fühlen. Denke, ihr werdet auch ein super Paar. Also ich meine, Sie sind ein Roter, er ist ein Nürnberger, wenn wir jetzt mal vom Fußball reden. Und das ist ein kleiner Übergang. Jetzt die CDU hat ja die AKK und ihr habt den KK, den Kevin Kühnert. Was halten Sie denn von seinen Statements? Ich meine, das ist ja schon ein freches Bürschchen, ja? Der also sitzt also im Vorstand, ja? Also der gibt ja schon richtig Gas. Also was sagen Sie denn da so als langjähriges SPD-Mitglied? Also erstmal ist er ja erfrischend, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Ich glaube schon, dass eine Partei eigentlich erstmal durchaus froh sein kann, wenn es noch solche gibt, solche Typen, die sich auch was sagen trauen. Er ist außerdem JUSO-Vorsitzender. Wie gesagt, das ist die Aufgabe einer Jugendorganisation. Und dass es jetzt so viel Beachtung findet, ist ja ungewöhnlich, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Also will jetzt keinem zu nahe zu treten, aber was der JUSO-Vorsitzende von vor 10 Jahren gesagt hat, ist jetzt nicht wirklich durch die bundesweiten Gazetten gegangen. Das war ja alles. Wenn es ähnlich deutlich war. Also insoweit, glaube ich, ist er ein politisches Talent und er muss es nutzen. Ich fand weder Moment noch das Beispiel gut. Das muss ich auch ganz deutlich sagen. Beim Moment ist es halt die Frage, ob man vor einer großen Wahl, die uns bevorsteht, solche Thesen unbedingt zum Besten geben muss. Das will ich jetzt nicht näher beleuchten, das könnte man im kleinen Kreis mal nochmal hinterfragen. Inhaltlich war es aus meiner Sicht deswegen schon falsch, weil gerade das gewählte Beispiel BMW nun völlig falsch ist. BMW ist ein absolut sozial verantwortlicher Arbeitgeber mit hervorragenden Arbeitsplätzen, mit Menschen, die wirklich Geld verdienen in einem Job. Und gute Stimmung auch im Unternehmen. Ja, also, alle würden gerne da arbeiten. BMW expandiert, BMW ist ein guter Steuerzahler. Also deswegen war das, glaube ich, als Beispiel völlig falsch gewählt. Ich hätte es überhaupt nicht an einem einzelnen Beispiel festgemacht, sondern man müsste eigentlich diese grundsätzliche Frage, die ja Habeck auch, nur da hat es nicht so viel Wind gemacht, auch thematisiert hat. Wie weit müssen wir denn gehen? Und das, was er anspricht, ist doch nur, dass die Schere zwischen Reich und Arm immer weiter auseinander geht. Das erleben gerade die Münchnerinnen und Münchner. Und er hat darüber nachgedacht, wie man diese Schere wieder schließen kann. Und zwar extrem nachgedacht hat. Ich sage ganz deutlich, was er erlaubt ist, ja. Ich sage ganz deutlich, eine Diskussion hat er ausgelöst. Ja. Habeck und er, nämlich darüber, dass es doch einfach nicht so weitergehen kann. Und ich glaube, wenn wir die Entwicklung der Münchner Mietpreise, Bodenpreise und damit die Entwicklung der Gesellschaft in der Stadt anschauen,
dann kann es eigentlich nicht mehr so weitergehen, wenn wir unsere Stadt so liebenswert halten wollen, wie wir wollen. Wenn du nach London schaust oder nach Paris, mit den Kollegen kann ich mal ab und zu sprechen, die hatten auch nicht die Idee, dass es immer so weitergeht. Aber die Preise sind immer so weitergegangen. Und mittlerweile leben in London und in Paris die Menschen, die nur einfach oder mittel verdienen, am Stadtrand, in irgendwelchen Bussen. Das kann nicht das sein, was ich für München will. Deswegen glaube ich, muss man sehr grundsätzlich darüber nachdenken. Herr Oberbürgermeister, in 10 Monaten kommt die Wahl und Sie haben es mit 2 Damen zu tun, vermutlich. Einmal mit der Dame aus der Grünen Partei und einmal eben mit der CSU. Haben Sie da irgendwelche, wie soll ich sagen, Gefühle, dass Sie sagen, Moment, aber jetzt habe ich es mit 2 netten Damen zu tun. Sie haben ja eben einfach die Partei, die SPD schaut leider nicht so gut aus in Bayern. Das ist im Grunde traurig, dass das so kommt. Haben Sie da schon, sind Sie schon irgendwo im Wahlkampffieber? Oder, ich meine, weil irgendwo muss man das ja schon ernst nehmen, die beiden Damen. Also erstmal muss man die Mitbewerberin immer ernst nehmen, ganz ehrlich. Es ist jetzt aber nicht so ganz, also ich, es ist sehr überraschend für mich persönlich gewesen, dass es jetzt so ein quasi bemerkenswerter Umstand ist, dass es jetzt 2 Frauen sind. Auch 2014 hatte ich eine weibliche Gegenkandidatin von den Grünen und einen männlichen von der CSU. Jetzt sind es 2 weibliche. Ich glaube, der Aha-Effekt ist eher deswegen entstanden, weil die CSU, die jetzt nicht gerade als Frauenförderungspartei bekannt ist, eine weibliche Kandidatin aufgestellt hat und ich damit 2 weibliche Kandidatinnen als Mitbewerberin habe. Ist aber im Jahre 2019 für mich überhaupt nichts Besonderes mehr. Und wenn bei der Wahl 2020, das ist der besten Auslese, die die Parteien betreiben. Die suchen sich die Kandidatin oder den Kandidaten aus, wo sie glauben, die meisten Chancen zu haben. Jetzt sind es bei den beiden genannten Parteien halt jeweils eine Frau. Das halte ich jetzt nicht mehr für sonderlich bemerkenswert. Ist auch für mich strategisch oder irgendwie politisch völlig irrelevant, ganz ehrlich. Sondern es sind 2 respektable, charmante Damen. Ich habe allerdings bis jetzt in der ganzen Entwicklung im Vergleich zu dem Wahlkampf mit Josef Schmidt keine wirklichen Änderungen festgestellt. Für mich ist es völlig anders, weil damals war ich neuer, unbekannter Kandidat. Jetzt bin ich seit 5 Jahren Oberbürgermeister. Ich muss mich nicht vorstellen. Ich muss nicht mehr in Biergärten gehen und sagen, grüß Gott, ich bin Dieter Reiter, ich würde gerne Oberbürgermeister werden, so wie 2013 oder 2012. Das brauche ich nicht mehr. Ich versuche, meinen Job gut zu machen. Ich versuche, die Dinge aufzugreifen, die die Leute von mir erwarten und so zu bleiben, wie ich bin. Und dann ist das Schöne an der Demokratie, dass wenn du viel falsch machst oder die Leute das Gefühl haben, du machst mehr falsch als richtig, dann wählen sie jemand anders. Das ist doch das Schöne für die Wählerinnen und Wähler. Ich hoffe nur, dass ganz viele Wählerinnen und Wähler wirklich auch zur Wahl gehen und nicht sagen, oh, das passt schon so, wie es ist, brauche ich eigentlich gar nicht hingehen. Das ist so, was das Thema Wahlbeteiligung bei Kommunalwahlen ja immer ziemlich schwierig macht. Ja. Jetzt haben Sie mal in einem Interview gesagt, die Grünen haben einfach gar nicht so ein richtiges Programm, aber sie haben hohe Sympathiewerte. Das haben Sie ja auch. Also Sympathie spielt natürlich schon eine große Rolle, ja, aber da trifft er jetzt im Grunde der sympathische Oberbürgermeister Reiter auf die sympathische, sagen wir mal, Damenwelt. Ja. Das kann ja durchaus spannend werden. Aber mit Sicherheit wird es fair werden. Also ich glaube, das wird kein Wahlkampf unter der Gürtellinie werden, weil da gibt es wenig Themen. Das gab es ja auch damals ganz, ganz weitestgehend nicht mit Josef Schmidt, muss man ganz ehrlich sagen. Und es wird auch, dass man, da bin ich ganz sicher, das wird kein Wahlkampf werden unter der Gürtellinie, sondern da wird mit Talenten gewuchert, die man glaubt zu haben, das machen alle gleich. Und dann wird es vor allem für mich darum gehen, auch mal zu sagen, wo sind denn die Ideen? Und da bin ich jetzt bei den Grünen, ich habe das ja mehrfach laut gesagt, dass ich die mir persönlich gut bekannte bayerische Grünen-Spitze, die ich persönlich mag, aber mehrfach erleben durfte auf dem Marienplatz, weil ich das Büro drüber habe. Das Fenster aufmachen ist. Das musste ich nicht mal, weil sie ist bekannterweise ja dafür geeignet, auch laut genug zu sein, dass man das Fenster nicht aufmachen muss. Okay. Und es waren halt einfach
dreiviertelstündige Reden, Veranstaltungen, wo ich nicht das Gefühl hatte, dass überwiegend politische Inhalte transportiert werden, sondern ein Lebensgefühl. Ist doch toll hier in München, unterschreibe ich und lasst uns alles tun, damit die nächste und übernächste Generation das auch noch so findet, unterschreibe ich auch. Nur, wie mache ich das und was muss ich machen, das hat sie nicht so nah ausgeführt, hat aber gereicht, weil sie einfach unglaublich sympathisch ist. Und auch rhetorisch gut. Weil sie rhetorisch gut ist, weil sie das kann. Das hat gereicht für überragende Ergebnisse in München. Aber Sie werden ja sicherlich auch Plakate, es werden Bilder kommen. Ist da Petra auch mit dabei? Ja, sie war letztes Jahr im Wahlkampf auch dabei auf einem Plakat und darüber haben wir noch nicht gesprochen, ganz ehrlich, weil Plakate kommen, denke ich mal, frühestens gegen Ende des Jahres. Mhm. Ich will die Münchnerinnen und Münchner möglichst weit verschonen von einer weiteren Plakatflut. Mhm. Ich weiß, das höre ich aus zig Gesprächen, dass tatsächlich, ich glaube, ganz viele Münchner wäre es am liebsten, es gibt gar keine Plakate. Das werden wir politisch nicht durchstehen. Keine der Parteien wird das machen. Aber ich glaube, man muss schon aufpassen, dass es nicht wirklich also eine richtige Plakatflut wieder wird. Und ich werde meinen Teil dazu beitragen und dafür sorgen, dass es nicht 20.000 Mal Reiter in der Stadt gibt. Das brauchen die Leute nicht. Aber Sie sind schon ein bisschen in die Vorbereitungen oder des Wahlkampfes? Ja klar. Wie gesagt, was heißt Wahlkampf? Man denkt halt auch drüber nach. Sie brauchen ja Themen. Was man thematisch macht, genau. Das tue ich jetzt, wie gesagt. Wissen Sie, wenn mir das jetzt vorgehalten wird, dann sage ich natürlich auch, ich habe zum Beispiel letztes Jahr mich dafür eingesetzt und auch durchgesetzt, dass der Kindergarten kostenlos wird. Da sagen natürlich Berater, Mensch, hättest du doch das nächstes Jahr gemacht oder übernächstes Jahr, kurz vor der Wahl. Sage ich, nein, das war einfach notwendig. Ja. Und da konnte ich nicht noch ein Jahr warten oder eineinhalb Jahr warten, bloß weil die Wahl noch nicht war, sondern da muss man es halt jetzt machen. Und genauso werde ich es jetzt weitermachen. Ich habe jetzt viele, viele Tage und Wochen damit verbracht, zu überlegen, wie kann ich meine eigenen Mitarbeiter bei der Stadt ein bisschen besser bezahlen. Also wie kriege ich es hin, dass ich Zulagen störe, weil alles das, was wir erleben und das, was die Leute lieben, dass die Straßen sauber sind, dass es sicher ist in München, dass du in x Krankenhäuser gehen kannst, dass du im Altenheim immer noch den ein oder anderen Pflegerinnen und Pfleger findest, das ist ein Thema, das muss man den Menschen ermöglichen. Das heißt, die Leute, die viel für München leisten, die müssen sie München auch leisten können. Und deswegen versuche ich da gerade wieder mehr zu machen. Hat jetzt auch nicht unmittelbar was mit der Wahl zu tun, sondern es ist einfach immer schwieriger, Personal zu gewinnen. Deswegen müssen uns immer mehr einfallen. Also ich glaube, für einen amtierenden Oberbürgermeister heißt das Wahlprogramm einfach seinen Job weitermachen. Aber Sie sind ja auch ein Menschenfänger. Sie haben Lust an Menschen, Sie gehen auf Menschen zu. Darum haben wir jetzt das Interview hier gemacht. Wenn wir das am Rienplatz gemacht hätten, dann hätte es länger gedauert, am Hinblick auf Ihre wertvolle Zeit, weil da kommt man nicht weiter. Ja. Kennt nur jemand anders, der Alfons Schubeck, also wenn man mit dem irgendwo übers Platzl geht, dann dauert das manchmal Stunden. Ja, das ist schon so. Also, aber das ist ja schön. Aber lassen Sie uns noch mal zum anderen Thema kommen, das Thema Verkehrspolitik. Also die U-Bahnen in der Früh sind mega, also schon fast wie in Tokio. Also das ist ja auch etwas, wo Sie sich unglaublich engagieren mit Ihrer ganzen Verwaltung. Also das Verkehrsproblem, das ist ja auch nicht etwas, was man von heute auf morgen lösen kann. Leider nicht. Sicher auch das neben dem Wohnen und den Mieten, das Problem, was die Münchner am meisten beschäftigt, weil sie es jeden Tag vor der Haustür haben. Also ist ja egal, welche Mobilitätsform du nutzt, ob du Auto fährst, Stau, U-Bahn oder fährst, Radl fährst, es gibt in allen Bereichen irgendwelche Schwierigkeiten. Ja. Die Radlfahrer sagen, es gibt zu wenige Radlwege. Die Autofahrer sagen, die Autofahrer fahren genau. Verrückt. Also da gibt es auch keinen Konsens, was jetzt der richtige Weg ist. Wozu wir uns Gott sei Dank in unserer Rathauszusammenarbeit durchgerungen haben, dass wir einen großen Plan auflegen, dass wir U-Bahnen bauen müssen wieder. Das ist aus meiner Sicht einige Jahre etwas vernachlässigt worden, weil die U-Bahnen halt ganz viel Bauzeit benötigen. Und da wäre es mir schon sehr recht gewesen, wir hätten vor 10 Jahren schon angefangen. Und wir hätten jetzt quasi die Eröffnung von einigen Linien. Jetzt muss man halt alles anfangen. Jetzt verhandle ich gleichzeitig mit Berlin, mit meinem Bundesfinanzminister, aber auch mit dem Verkehrsminister über Finanzierungsfragen. Sind Sie da ganz allein oder haben Sie da ein Team? Oder wie unterstützt Sie da auch mal der Ministerpräsident? Weil das ist ja ein Thema, das... In Berlin hatte ich eigentlich vor, den bayerischen Minister mitzunehmen. Den Fürkamp? Nein, den Reichert. Okay. Dass der quasi für das aber Thema Bauen Zustand war eigentlich ausgemacht, aber er hat dann kurzfristig keine Zeit gehabt, hat mir dann aber einen Kollegen mitgeschickt. Aber da ziehen wir alle an einem Strang, muss man ganz ehrlich sagen. Also auch meine ersten Gespräche mit dem Hans Reichert,
als neuen Minister für Infrastruktur quasi für Bauen waren eigentlich durchaus positiv, weil der auch verstanden hat, dass hier was passieren muss. Wir bauen jetzt endlich mal auf dem Mikrokasernen Wohnen. Das ist, jeder Münchner war 20 Jahre leer gestanden. Da versteht natürlich kein Mensch. Gerade die Polizistinnen und Polizisten verstehen ja auch nicht, wieso da nicht für sie Wohnungen entstanden sind. Aber da sind wir eigentlich, glaube ich, auf einem guten Weg, auch was diese Zusammenarbeit betrifft. In Berlin, wie gesagt, ist es nicht so trivial, weil natürlich die Berliner noch weniger gern Geld nur nach München geben. Ja, ganz klar. Weil im Rest der Republik finden das die Leute nicht so toll, wenn der halbe Haushalt im Verkehrsbereich nach München wandert. Trotzdem sage ich, wir sind das Ballungszentrum, wir sind die Boomtown und wir brauchen U-Bahnen. Auch das Tor zum Süden? In jeder Form. Wir sind quasi die Wirtschaftsmetropole. Also da muss man schon auch einen Sonderweg finden. Fünf DAX-Unternehmen, da ist wirklich was los. Einen Sonderweg finden, ganz ehrlich. Und da bin ich auch auf einem ganz guten Weg, glaube ich. U-Bahnen werden also gebaut. Wir haben zwei Straßenbahntrassen, das dauert mir alles zu lang, aber das sind halt leider elendlange Verfahren, auch mit Planfeststellungsbeschlüssen und auch also ein Grundmanko unserer Gesamtgesellschaft, unserer politischen Landschaft. Wir brauchen für solche Entscheidungsprozesse einfach viel zu lang. Und mit wir meine ich wirklich alle staatlichen Ebenen, Kommunen, Land, Bund. Das dauert und dauert und dauert. Und mir ehrlich gesagt, wenn ich was nicht habt, dann ist es Geduld. Also ich möchte, dass die Dinge, die wir wirklich machen wollen, wo man sich Einigkeit verschafft hat, wo, dass das auch funktioniert. Und dann gibt es diese Verfahren, die ewig lang dauern. Das nervt mich brutal. Und das halte ich auch nicht hinterm Berg, weil ich halt so bin, wie bin. Und das ist mir dann egal, ob da der Bundesfinanzminister oder der Bundesverkehrsminister oder die Kanzlerin sitzt. Ich hatte letzte Woche die Gelegenheit, mit der Kanzlerin zu sprechen. Ich meine, das sind einfach Dinge, die bringe ich dann an, egal wer mir da gegenüber sitzt. Ob das dann natürlich weiterhilft, weiß ich nicht, aber mir hilft es auf jeden Fall weiter. Sie sind also irgendwie ein Anwalt der Bürgerinnen und Bürger, das genau, ist sehr wichtig. Man muss denen sagen, das, Freunde, so geht es so nicht geht's weiter. Und Autoverkehr, naja, also irgendwann werden wir, glaube ich, schon mal so dazu hinkommen müssen, dass weniger Autos in der Stadt sind. Ich glaube nicht, dass es auf Dauer Sinn macht, eine lebenswerte Stadt zu erhalten, die, so wie sie früher war, dass die Autos über den Marienplatz fahren können. Das aber dennoch, geben. Gewisse Autos müssen immer reinfahren. Also Lieferauto, Krankentransport. Sind wir ja völlig beieinander, Herr Michel. Jetzt wollte ich Sie mal was fragen. Sie sind ja auch ein Mann der Verwaltung. Also sagen Sie doch noch mal was, wie wichtig ist denn so die Stadtverwaltung, die Mitarbeiter und Mitarbeiter, die machen ja einen super Job. Es klingt immer so, ja, Stadtverwaltung ist irgendwie langweilig. Also, im Gegenteil, da passiert ja so viel. Da passiert so viel. Also nutze ich gerne die Gelegenheit, wirklich einmal eine Lanze zu brechen, weil bei mir kommen ja meistens nur die Themen an, die gerade ein bisschen ärgerlich sind, sage ich jetzt ganz ehrlich. Ja, klar. Und deswegen schimpfe ich ab und zu auf die Verwaltung, muss aber ganz klar sagen, aber die machen eigentlich einen Traum, die machen einen Traumjob. Ja, Traumjob, ja. Und in so einer Stadt wie München, mit der Anspruchshaltung auch unserer geschätzten Münchnerinnen und Münchner, es ist ja nicht so ganz einfach. Und wir haben mittlerweile fast 40.000 Beschäftigte, also wenn man unsere Unternehmen dazu nimmt, sogar noch mehr. Und wenn man ganz ehrlich ist, das meiste in dieser Stadt funktioniert ziemlich gut, wenn man sie mit den anderen Städten der Welt vergleichen würde. Und wenn was nicht funktioniert, wie zum Beispiel gerade das Thema Bürgerbüros mit Ausweisen, geistert ja seit Monaten durch die Gazetten, ja, dann muss man sagen, dann müssen wir was ändern. Wir haben als Stadtrat die politischen Weichen gestellt, wir haben Stellen beschlossen, wir versuchen IT zuzuschalten. Bitte aber auch noch ein bisschen Geduld. Das dauert halt auch noch ein bisschen, bis da neue Prozesse laufen. Aber das Allermeiste, muss man schon wirklich sagen, funktioniert ziemlich gut. Aber wir sind halt auch Bayern und wir sind Münchner. Und wenn ein Münchner nicht mehr grantelt, das ist nicht vorstellbar. Und digital seid ihr auch gut unterwegs, gell? Ja, sagen wir mal so, das ist natürlich ein Teil der IT-Revolution. Ja. Und das Thema Digitalisierung hängt übrigens auch mit dem gerade genannten Thema zusammen. Wenn es uns gelingt, irgendwann ein paar Prozesse schneller digital abzubilden, ja, und schneller, das heißt, die Leute können das von daheim aus machen, zum Beispiel, brauchen nicht extra ins Kreisverwaltungsreferat gehen, dann sind wir natürlich einen ganz erheblichen Schritt weiter. Aber da bin ich wieder bei dem Punkt, da gibt es bayerische Vorschriften, da gibt es aber vor allem Bundesvorschriften in Gesetzen, die uns quasi nicht ermöglichen, dass einer von daheim aus zum Beispiel seinen Ausweis verlängern lässt und so weiter. Da muss man echt dicke Bretter bohren. Dafür gab es vielleicht auch irgendwann mal Gründe oder gibt es noch. Ja. Aber beides zusammen geht halt nicht. Wenn ich sage, der muss dreimal hinkommen, seinen Kopf in der Kamera halten, viermal unterschreiben, dann kann ich es nicht digitalisieren. Also insoweit ja, widerspricht sich das da. Ein Thema haben wir noch. Fühlen Sie sich als Europäer? Ja, also ich denke, wir sollten uns alle als Europäer fühlen. Aber spüren Sie das schon? Spüren Sie das schon? Also ich habe mich sehr gefreut, dass am Europatag am 9. Mai auf dem Marienplatz trotz
sehr unsicherem Wetter einen ganzen Haufen Menschen waren und ich schon das Gefühl gehabt habe, dass das, was ich gesagt habe, nämlich was man mit Europa wirklich bewegen muss und was man bei Europa wirklich nicht vergessen darf, nämlich dass wir 70 Jahre Frieden erlebt haben, das hätte ich gern, dass das meine Kinder auch erleben dürfen, dass diese Grundbotschaft wieder rüberkommt, dass die Leute wählen gehen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir leben in München, gerade in München, im wirtschaftlichen Schlaraffenland, was die Unternehmen betrifft. Das hat auch ganz viel mit Europa zu tun, mit Abbau von Grenzen, von Handelshemmnissen. Mhm. Wir sind es alle gewohnt, es gibt Währung, man muss keinen Ausweis mehr zeigen, wenn man irgendwo hinfährt. Das vergisst man alles. Es gibt Wählergenerationen, die haben es noch nie anders erlebt. Wie das ist. Das muss man einfach mal wieder sagen, hey, das war einmal anders. Ihr müsst was dafür tun, geht wählen, wählt demokratisch. Muss ich jetzt ganz deutlich sagen, das ist die dritte Sache, die mir wichtig ist. Das, was gerade in Europa passiert mit Rechtspopulismus, mit Abgrenzung der Nationalstaaten, ist das Gegenteil von dem, was Europa braucht. Wir brauchen ein gemeinsames, solidarisches Europa, ein soziales Europa, wo alle leben können. Das kriegst du nur dann hin, wenn wir wirklich zusammenarbeiten. Und es gibt so viele gute Sachen, was Europa wirklich liefert. Absolut, tagtäglich. Ich hab kürzlich mit einem hohen Polizeibeamten gesprochen und habe ihm die Frage gestellt, wie ist denn das jetzt? Die Grenzen sind offen mit der Kriminalität, sagt er. Also, wir sind da gut drauf. Also, weil viele Kriminelle, die denken, ja, es kann an der Grenze der Feuerwehr. Wir schnappen so viel Fälle. Das passiert auf. Alles im Vorfeld. Alles im Vorfeld, ja. Das also ist ja das genau ist, das Thema. Das ist was Gutes. Das passiert alles im Vorfeld. Ja. Also, Europol-Zusammenarbeit und solche Geschichten, das ist einfach super. Aber auch ganz triviale Geschichten, wie gesagt, wie eben, dass Dinge vereinheitlicht werden, vom Stecker angefangen bis. Also, da gibt es ganz viele Beispiele, die die Bürger einfach als ganz normal nehmen und jeder schimpft dann über die Bananenkrümmungsverordnung. Freilich hat, wenn wir schon gesagt haben, ich habe ein gewisses Problem mit der Außendarstellung, die Europäische Union hat natürlich ein Megaproblem mit der Außendarstellung. Die schaffen es nicht, dass das, was wir beide wissen, nämlich dass es auch viele gute Dinge gibt und absolut, ganz viele gute, absolut. Dass sie das in den Vordergrund stellen. Ja, das ist nur immer das Negative. Nur das Negative, nur Personaldebatten, Querelen. Ich kann alle bitten, am 26. Mai zur Wahl zu gehen, demokratisch zu wählen, damit diese Europäische Union gestärkt wird, nicht und zerstört wird. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Gibt es jetzt die zwei Spitzenkandidaten, Weber und Timmermans? Also der Timmermans ist kein schlechter. Also ich ist jetzt Ihrer Partei zugänglich? Ich habe die Fernsehduelle mir angeschaut. Das war schon sehr spannend, sage ich ganz ehrlich. Jetzt sind beides allerdings Typen, wo ich sagen kann, die sind schon in der Lage, sympathisch. Die sind in der Lage, das darzustellen. Also ich bin sehr gespannt, sage ich ganz ehrlich, aber es ist schon ein interessantes Paar. Absolut, absolut. Ich habe jetzt dann mit unserer Spitzenkandidatin, mit der Frau Barley, nächste Woche einen öffentlichen Termin am Montag. Mhm. Auch die Katharina Barley ist jemand, die das wirklich kann. Und ich glaube schon, wenn die Leute einfach mehr Vertrauen wieder haben, dass die Europäische Union auch was bringt und nicht nur blöd ist oder sie abschaffen wollen, dann ist es wichtig, dort auch wirklich zu wählen. Ja. Jetzt nochmal, Sie sind der oberste Chef der Stadt München. Die Stadt ist unglaublich sicher. Das ist doch auch ein Wirtschaftsfaktor, unglaublich. Also man kann wirklich, die Damen können nachts nur U-Bahn fahren. Und ist es. Ja, also das ist schon was Gutes. Also die Polizei in München, da muss man immer wieder Lanze brechen, ganz ehrlich. Also ich bin ja auch wirklich in einem guten Austausch mit unserem Polizeipräsidenten. Gestern Abend waren wir wieder beieinander. Das ist einfach gut. Man trifft sie kurzhändig, man schreibt sie kurz, wenn was ist. Und die Polizistinnen und Polizisten machen einen super guten Job in dieser Stadt. Sie sind nämlich eins, was nicht überall so ist. Sie sind total freundlich. Sie fühlen sich auch gut aufgehoben. Und das Thema Schutzmann, als ich ein Kind war, war das der Schutzmann, der Polizist. Ja. Und das, glaube ich, ist der Grundgedanke, den die wir leben müssen. Oder der Schandi. Sie sind zum Schutz da, ganz genau, beide sagen, was der Schandi ist. Genau. Das, glaube ich, leben die wirklich gut. Ich hoffe, dass es zu den vielen Stellen kommt, damit die nicht so viele Überstunden schwimmen müssen, die Polizistinnen und Polizisten, damit die auch weiter ihren Job gut machen können. Wir leben wahnsinnig gut mit der tollen Polizei, das muss man einfach sagen. Und die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden mit der Polizei, mit der Feuerwehr, mit den Notärzten funktioniert einfach unglaublich. Und man sieht auch, die Stadt ist sicher, aber du siehst nicht so wie in anderen Städten überall Polizisten oder so. Keine Maschinengewehren. Keine bewaffneten Polizisten. Ich finde es schön und dieses Gefühl vor allem zu haben, ja, diese Stadt ist sicher. Ich kann auf 10 Uhr auf Nacht U-Bahn fahren, ohne dass irgendwas ist. Also. Was steht heute noch an, Herr Oberbürgermeister, für Termine haben Sie noch? Ich bin jetzt dann um 12 Uhr Mittag beim Verein der Bayerischen Wirtschaft eingeladen, einen Vortrag zu halten. Klassisches Arbeitsessen. Ich arbeite, die anderen essen. Genau. Also ich mache so eine Dreiviertelstunde Vortrag, dann Diskussion. Das mache ich auch gern, weil das ist ja Mittelstand. Auch
wichtig ist für uns, weil die auch Rückgrat sind, Handwerk, Mittelstand. Und so geht es eigentlich den ganzen Tag durch. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank für das schöne Gespräch von zwei Münchnern. Herzlichen Dank. Alles Gute. Liebe Zuschauer, das war's schon wieder mit unserem Oberbürgermeister Dieter Reiter. Ja, also ein wirklich sympathischer Oberbürgermeister. Da können wir stolz drauf sein. Wir sehen uns wieder beim nächsten schönen Tag. Bis dahin noch eine schöne Zeit.